erinnere ich mich sehr gut. Das war ziemlich genau vor 30 Jahren, 1990. Damals war der Kongress in Essen, das war der Wiedervereinigungskongress. Das war insofern lustig, weil ich hatte einen Abstrakt eingereicht und meinen ersten Vortrag bei der DGVS und parallel den Abstrakt eingereicht auf Englisch bei der EASL und der war gleichzeitig in Budapest. Insofern habe ich einen Vortrag gehalten, bin dann von Essen unmittelbar nach Budapest gefahren mit meinem roten Golf und habe dort den Kongress in Englisch gehalten. Insofern ist mir das sehr in Erinnerung geblieben. Wir haben jetzt den 75. Kongress, 30 Jahre nach Wiedervereinigung, den ersten Kongress nach 30 Jahren gemeinsam in Leipzig. Und deswegen war das Kongressthema Innovation durch Tradition, Vorbeugen, Erkennen, Handeln. In diesem Motto werden wir verschiedene Schwerpunkte haben. Zum einen im Bereich Vorbeugen, Prävention, aber auch Erkennen und unmittelbar Handeln. Diese Sequenz wird sich durch den Kongress ziehen. Der Kongress ist natürlich für alle Mitglieder der DGVS interessant. Wir haben das ganze Spektrum. Ein besonderer Aspekt wird jedoch sein, innovative, neue Erkenntnisse umzusetzen direkt in die Praxis. Und deswegen sind vor allem junge Ärzte, die jetzt an die DGVS herangeführt werden sollen, besonders gefragt, weil die eben die Wissenschaft, die in der DGVS so lebendig ist, erkennen sollen, wie sie unmittelbar Bedeutung hat, auch für unsere Patienten.